Oh, ich brauche generell mal eine Pause, ey. Ich bin echt fertig. Fix und fertig. So. Ja, ich bin schon wieder fast tot. So. Ja. Alter Schwede. Ach, na toll, der ist jetzt voll daneben, oder was? Da haben wir einfach mal 20.000 wiederbekommen. Ist echt nice. Da drüben. Ja. Fahr halt gegen die Wand. Ist kein Problem, Raffi. So. Okay. Entschuldigung, aber das ist ein bisschen frustrierend. Ein bisschen sehr. So. Okay. Ja. Ihr könnt mich alle mal. Jawohl. Und dann einmal hier. Und ich bin schon wieder tot. Da kriegen wir auch noch ein bisschen was. Entschuldigung, ich bin gerade darauf konzentriert, weil ich hier nichts sehe. Nein. Oh Gott, wäre ich hier gerne unbesiegbar. Das könnt ihr mir aber glauben. Es würde so einiges ändern hier. Ich brauche noch. Ja, nein, ja. Alter, nimm dir die Energiekugel. Oh, um Gottes Willen, ey. Würde mich echt interessieren, ob hier schon mal jemand einen Rage Quit gemacht hat. Das wäre sehr interessant zu wissen. Ah! Jetzt sammel die Kugel auf. Danke. Herrgott. Nochmal. So. Geht doch. Okay. Nee, ich bin nicht frustriert. Alles cool. Alter Schwede. Boah. Das ist echt nicht ohne. Okay. Gut, weiter. Ich meine, wenn, dann können wir ja schon ein bisschen Geld mitnehmen, ne? So. Solange das Spiel jetzt nicht wieder rumbuggt. Oh. So. Ja. So. Schutzschilde deaktiviert. Moment. Ja. Okay. Ich will gerade noch die Teile hier kaputt machen. Los jetzt. Okay. Sehr gut. Das machst du toll. Selbstmotivation. Weiter so, Raffi. Oha. Oha. Okay. Jetzt erstmal abwarten. Ja, es bewegt sich. Sehr gut. Ich glaube echt, letztes Mal ist das Teil einfach verbuggt. Bin ich mir sehr sicher. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach einen Moment warten, bis die Schutzschilde wieder kurz deaktiviert werden. Na, feuchtig. Nicht drin spawnen, nicht drin spawnen. Okay. Ich weiß, das ist ganz viel Geld, aber letztes Mal bin ich dann da drin irgendwie verbuggt. So. Nein, ich bin schon wieder drin. Nein. Ach, leck mich. Okay. Oh, Gott sei Dank.
Es war verbuggt. Die Stelle ist ein bisschen verbuggt, leider. Oh, um Gottes Willen. Ja, da hat der kleine Anakin was geschafft, ne? Sieg! Um Gottes Willen. So, wir haben es geschafft. Oh, danke, danke. Ach, den haben wir jetzt erst bekommen. Okay. Ich dachte, den hätten wir schon längst. Ach stimmt, nee, das war ein Starfighter. Das ist gar kein Podracer. Habe ich verwechselt, genau. Nee, nee, alles legitim. Level abgeschlossen. Gott sei Dank, ey. Oh, war das eine Tortur, ey. Leute, Leute. Das glaubt ihr mir nicht. So. Jetzt würde mich interessieren. Jetzt können wir nochmal freies Spiel machen. Kriegen wir dann nochmal einen. Haben wir überhaupt einen T-Fighter? Nee. Aber mit einem TIE-Fighter können wir da auch nochmal irgendwas aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal im freien Spiel machen müssen unbedingt. Ob wir da nochmal einen goldenen Stein bekommen. Ich habe keine Ahnung. Und das ist Kanonenboot-Kavallerie. Eine neue Hoffnung. Wir machen gerade mal das nächste. Kanonenboot-Kavallerie Original. Die Armee der Republik wurde mobilisiert. Unter der Führung von Mace Windu und Master Yoda stellen sich die neu gebildeten Klontruppen auf Genosis der Druidenarmee der Separatisten mutig entgegen. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker greifen in die Schlacht ein, während sie Count Dooku in ihrem republikanischen Kanonenboot folgen. Okay. Ja. Gibt's hier Minikits? Nee. Dann müssen wir das Level, glaube ich, einfach nur erfolgreich abschließen. Wow. Ach du Scheiße. Okay. Ich lebe noch. Okay, weiter. Muss ich das immer wieder von Anfang an spielen oder was? Oh Gott, oh Gott. War. Ja. Muss mich jetzt mal konzentrieren, tut mir leid. Nein. Ein Herz wäre sehr nett. Ah, hab echt eins bekommen. Geil. Und ich bin tot. Das müssen wir echt jedes Mal von Anfang an spielen. Um Gottes Willen. Ach du Kacke. Na, ob ich das jetzt schaffe? Na gut, wir kriegen mittendrin immerhin mal ein Herz. Ein Herz für Tiere. Oh Gott. Nein, lass mich. Lass mich. Ah, an den Teilen kriegen wir, glaube ich, immer ein Herz. Oder so. Was weiß ich. Ja. Okay. Das war echt geil. Ja, ich glaube, an den Teilen kriegen wir echt immer ein Herz, aber jetzt habe ich mich eh ziemlich doof angestellt. Nee, doch nicht. Ich dachte. So. Nehmen wir den Weg hier. Ja. Oh, sogar Geld. Oh, Geld. Das Level ist echt ein Arschloch. Was spiele ich denn heute für Level, ey? Da kriegst du ja einen Anfall. Ja. Also ich glaube, das müssen wir echt angehen, wenn wir das Unbesiegbarkeitsding haben. Das macht einfach so zu wenig Sinn. Weil, ne? Deswegen. Es macht jetzt wenig Sinn. Wir müssen das, glaube ich, echt angehen, wenn wir das Unbesiegbarkeits-Item haben. Dann macht das auf jeden Fall Sinn zu machen. Weil das bringt uns jetzt einfach nichts, ne?
Das machen wir dann auch später. Okay. Ja, hier also auf Lego-Stadt und neue Stadt bin ich echt gespannt, was da genau ist. Also Lego-Stadt weiß ich, glaube ich, und neue Stadt bin ich mir nicht sicher, das sind die Trailer. Okay. So. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld haben wir da? Oh. Ich wollte doch nur wissen, wie viel Geld ich habe. Mann. 42,2% haben wir. Wir könnten jetzt mal gucken. Moment. Ja. Wir gehen gerade nochmal in Episode 4. Und zwar in... Ich nehme gerade mal ihn hier mit. Kapitel 3? Ja. Beispiel. Ich nehme mal Grievous mit. So, wir machen das hier nochmal, weil ich mir hier gerade den Powerstein holen will. 7 Minikits fehlen uns hier noch. Ach du Heiliger. Kohle kann auch nicht schaden. Ja. Ja. Ah, hier brauchen wir das Dingens. So. Okay. Komm ich gar nicht ran mit dem. So. Okay. Dann baue ich mir das hier gerade mal zusammen. Was hat's denn jetzt damit auf sich? Ich weiß jetzt per se nicht, was mir das gebracht hat, aber... Ja. Da ist es irgendwo. Wie komme ich denn da hin? Ich weiß es gar nicht. Ups. So, wir schnappen uns natürlich die ganzen Münzen. Irgendwie, Moment, ich habe ja links auf dem Monitor die Beschreibung. Okay. Oder wir finden die echt erst später, ich weiß das gar nicht. Okay. Egal, wir machen erstmal weiter, vielleicht finden wir die dann noch irgendwo. Den Powerstein, die Minikits. Geld brauche ich auch noch. Das war toll. So. Das ist auch geil. Wumpratte. Und der imperialen Spion. Genau. Hier können wir nämlich... Ah, Ki Adimundi. So, nee, ja. Nein, so. Den Powerstein hier hätte ich auch noch gerne. Ja, das fand ich irgendwie immer cool. Wieder so ein Pool. Die ganzen Sturmtruppen haben hier überall einen Pool. Gibt's ja gar nicht. Okay. Hier brauchen wir echt viel Geld. Ah ja, stimmt, hier können wir noch die Macht spielen lassen. Machen wir mal. Yay. Wir kriegen auch, glaube ich, immer automatisch beim freien Spiel die Charaktere, die wir natürlich auch brauchen. Also wir brauchen ja immer einen Kopfgeldjäger, wir brauchen Druiden, die kriegen wir dann immer automatisch zugewiesen. Hui. Na, Ladies. Jetzt würde ich immer noch gar nicht wissen, wie ich an den Powerstein komme. Ah, diese Rüben hier. So. Ja, ja. Okay. Ja. Das ist ja super.
kommen die denn immer alle her? Kriege ich die eigentlich mit sowas kaputt? Na gut. Doppelte Punktezone. Kann ich mit dem eigentlich... Ah ja. Ist echt cool, wie hoch man mit denen hüpfen kann. Also... Was mir das jetzt genau bringt, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. So. Zwei von drei. Okay. Um die kümmern wir uns gerade mal. Ich will jetzt natürlich auch möglichst noch den wahren Jedi kriegen, wenn wir schon mal hier sind. Das wäre ganz schön. Okay. So. Das mit dem Geld könnte sich wieder ein bisschen schwierig rausstellen, wie ich gerade merke. Ja, ja, ja. Toll. Kann ich mal jetzt hüpf. So. Meine Güte, ich bin schon echt ein bisschen angeschränkt, muss ich zugeben. Das ist... So. Dann hier mal. Mit TC... Wen haben wir dabei? TC 14.